Jaros Benecker, Göpp Achtelfinal gegen Servette. Freust du dich fest? Ja, sehr. Es ist sicher noch etwas speziell in Göpp. Es hat seine eigenen Gesetze. Und dass wir wieder gegen eine Superligist müssen wir noch spielen, freue mich besonders. Weil im normalen Fall sind Favoriten die Superligist. Und es geht um 90 Minuten, wo man muss alles abverlangen und versuchen, dass das weiter noch zu kommen. Servette, im Moment sechstplatziert, sehr gute Matches gespielt, Kantersiege, zum Teil aber auch wieder Niederlagen. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, sehr stark besetzt in allen Bereichen. Ein erfahrener Trainer, sehr guter Trainerstab. Die arbeiten seit ein paar Jahren kontinuierlich mit der Qualifikation in europäischen Bereich. Leider diese Saison knapp verpasst. Und das ist eine Mannschaft, wo ein klarer Spielstil noch zeigt, wo große Individualität hat, ein guter Mix zwischen jungen und älteren Spielern. Wir haben natürlich alle gesehen gegen Sion mit den viel Pech haben die verloren, aber sehr dominant, viele Chancen noch kreiert und auf das sind wir gewarnt. Deshalb freue ich mich besonders auf unser Publikum, auf unsere Unterstützung, das sicher noch morgen werden wir noch brauchen. 2-0 gegen Aarau nehmen wir mit im Rücken. Wie wichtig ist das und was nehmen wir aus diesem Mitmatch vor allem mit? Oder was braucht man von dort jetzt morgen unbedingt? Ja, für mich war eine sehr gute Antwort auf eine gute Reaktion auf die Niederlage gegen Winterthur, wo dort sehr gut gespielt haben, aber leider verloren. Dort die Mannschaft hat sich sehr gut intern hintergefragt, was können wir noch besser machen, dass wir effizient können noch handeln. Im defensiven Bereich eine oder andere Situation korrigiert. Man hat das auch gesehen und gegen so eine starke Mannschaft so zu reussieren, auch schwer. Und das ist auch ein Kandidat. Man sieht, wie schmale Grat ist, wie alle eng zusammen ist. Jeder kann jeden noch schlagen. Wenn wir gewonnen hätten gegen Winterthur, wären wir Erste, sind wir Sechste gelandet. Und das ist alles eine sehr wichtige Phase, wo man mental in der Lage ist, die nötige Härte haben, Rückschläge wegstecken, gleichzeitig nicht auf das Konzept sich fallen lassen. Und das hat das Spiel gegen Aarau sehr gut funktioniert. Und unser Ziel ist, dass wir treu bleiben, dass wir fokussiert an unser Stil. Und das haben wir morgen eine gute Gelegenheit. Zum Abschluss, Göpp, Meisterschaft. Wie viel Stellenwert hat für uns jetzt aus Challenge League ist der Göpp für dich persönlich vielleicht auch? Ja, das ist ein Spiel. Es gibt Top oder Flop. Du kannst dich nicht rehabilitieren, reagieren oder etwas bestätigen. Deshalb ist es eine einmalige Chance, dass wir zu Hause eine Superligist können wir empfangen. Und das ist eine gute Challenge und uns können noch zu messen. Und das werden wir uns sicher noch mit viel Freude und mit viel Zuversicht, dass positiv nach vorne können schauen.